Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Klingenbach, Tag 2. Tatsächlich. Ja, ihr seht, Kontostand hat sich geändert. Ich habe den Pickup verkauft, weil da gab es irgendwie Probleme mit dem Pickup. Fragt mich nicht, wieso, weshalb, warum. Ich weiß es selbst nicht. Also, ne? Und ich habe mir was überlegt. Für hier oben fürs Klärwerk. Und zwar hatte ich mir überlegt, nach hinten, nach hinten. Wir würden uns noch einen hiervon anschaffen. Ja. Das machen wir jetzt eben. Frontladeraufbau habe ich jetzt auf Ja getippt. Da passt zwar nicht viel rein, aber da passt was rein. Weil ich habe hier irgendwo in den tiefen Weiten habe ich noch einen Hänger. So. Ich weiß, mit dem müssten wir öfter fahren. Öfter wie zweimal, sag ich mal, um, ne? Egal ob Flüssigdünger oder Kompost. Flüssigdünger sage ich schon. Egal ob Mineraldünger oder Kompost. Mit dem fahren wir halt öfter. Er ist auch nicht ganz so leistungsstark. Aber das sollte es eigentlich tun für unsere Zwecke. Und ich sollte runterschalten, wenn ich anfahre. Fürs Erste würde das auf jeden Fall funktionieren. Und das ist die Hauptsache. Abgesehen davon ist er echt süß. Muss man doch mal sagen. Hubbel, bubbel, bubbel, hubbel. Na komm, du kriegst doch einen leeren Hänger hier hochgezogen, oder? Obwohl. Der hatte schon Allrad. Also, ne? Allrad könnten wir aktivieren bei dem. Weil er hatte es einfach. Ungünstig. Ungünstig, dass wir da aufsetzen. Ich weiß, wir sind noch nicht oben. Ja, ich habe im Moment hier und da Frame-Einbrüche aus dem einfachen Grund, ich lade nebenbei noch hoch. Also, ne? Verzeiht mir dieses. Bitte. Dupdi-dupdi-du. Aber die Hauptsache ist, wir kommen oben an. Dupdi-dupdi-dupdi-du-du-dupdi-dupdi-dupdi. Was ist das ein Wetter? Ist das ein Wetter hier? Gerade eben hat es kurz geschneit und jetzt ist es am Regnen wie Sau. Aber wir sind hoch. Wir sind hochgekommen. Ist die Hauptsache.
Auf jeden Fall laden wir erst den Mineraldünger. Hallo? Mineraldünger? Denn hier los. Also. Irgendwie ist doch doof gerade. Ist doch alles gerade relativ doof. Ich hoffe, dass alles reingeht. Ich hoffe es zumindest. Nicht wirklich. Genau. So, jetzt machen wir einen Kurs Hof-Saatgutproduktion. Weil da werde ich das jetzt hinfahren. Weil es einfach einfacher ist. Und ich denke mal, den Raps, den werden wir dann ins Außenlager fahren. Weil ich möchte die Verkaufswege vom Außenlager aus einfahren. Okay, das muss ich jetzt nicht nachvollziehen können. Jung. Weil wir haben die Schafe, die bringen uns Geld. Der Kompost, der anfällt am Klärwerk, der bringt uns Geld. Ne? Geldtechnisch stehen wir eigentlich relativ gut da. Oh ja. Oh ja.
Nennen wir Hof Saatgut Produkt. Einfach nur Hof Saatgut Produkt. Das reicht. Jetzt müssen wir aber abkoppeln. Weil schön sachte rückwärts reinschieben. Und dann die sind von dem Hänger schieben wir auch noch rein. Oder schmeißen wir auch noch rein. Das ist zwar echt nicht viel. Und nicht zu sagen, ist das echt wenig. Also den ersten Hänger habe ich irgendwie schöner reingekriegt. Aber wesentlich schöner. Wesentlich schöner. Jetzt kommt wieder der Riesenvorteil an Drehscheme. Die lassen sich super genial drehen. Keep rolling, rolling, rolling. Machen wir direkt einen Kurs zurück. Dumm, di dumm, di dumm.
Was schreibe ich hier? Mache ich einen Kurs von hier aus? Ja. Ich mache einen Kurs von hier aus. Ich fahre aber neben dem Weg runter und nachher auch wieder hoch. Einfach damit wir nirgendwo aussetzen. Setzen wir mal einen Pausepunkt. Das hat den Hintergrund, dass wenn wir Dinge verkaufen. Ach, wie hieß es schnell? Ja, Dinge sehen. Aber meine lieben Freunde, ich fahre den Kurs alleine zu Ende ein schnell. Und würde dann sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Toodaloos!